So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ihr seht, Ramses ist jetzt ein Heiliger. Gestern hatte ich Geburtstag, da wurde ich erlöst. Alle Sünden sind vergeben. Nein, Spaß. Am Samstag geht es auf jeden Fall dann richtig los. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Friedhof. Wir wollen nämlich einen 5er-Raid machen. Da werde ich wieder ein paar Leute einladen. Für die, die es noch nicht wussten. Wir haben nämlich jetzt so eine Ramses-Fan-Gruppe zum Chatten und Infos austauschen und eine Ramses-Raid-Gruppe in Telegram. Links stehen immer unter den Videos. Wenn ich da immer Raid mache, frage ich da immer nach und wer Bock hat, den lade ich da natürlich ein. Außerdem ist Freitag und seit 8 Uhr gibt es neue Pokémon, neue Shinies, zum Beispiel Knofenser, nur Knofenser. Und wir haben diese Freundschaftsherausforderung. Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel. Schick ein Geschenk an einen Freund. Spiele mit deinem Kumpel. Und wenn ihr mit dem spielt, kriegt ihr ja eh ein Herz. Beziehungsweise damit ihr mit dem spielen könnt, müsst ihr den ja füttern und dann habt ihr ja eh schon ein Herz. Das ist also eine Sache von einer Minute. Dann ist das Kapitel 1 fertig. Aber wir werden trotzdem wieder jedes Kapitel einzeln machen und packen euch dafür den Raid mit rein, wo wir eben die Freunde einladen und nochmal Werbung machen für die Gruppe, wenn ihr demnächst auch Raids machen wollt mit Ramses. Das sehen wir aber gleich, wenn wir am Friedhof angekommen sind. So, wir wollen noch mal kurz auf die Aufgaben schauen. Also verdiene ein Herz mit deinem Kumpel, schicke ein Geschenk an einen Freund, spiele mit deinem Kumpel. Wir werden jetzt erstmal auf den Kumpel gehen. Da steht ja auch spielen, aber der hat auch schon wieder was mitgebracht. Das werden wir jetzt fix noch fertig machen, bevor wir dann in den Raid gehen. Noch 3 Minuten Zeit. Ich muss dann auch nochmal vergleichen. Ah, jetzt ist wieder dieser AR-Modus an. Das war bei dem anderen Handy nie. Und du musst jedes Mal wieder, wenn du in die App reingehst, das ausstellen. Sonst dauert das einfach nochmal 10 Jahre mehr. Wir sind also jetzt drin. Füttern den mal, damit er ein bisschen mit uns läuft. Beziehungsweise nehmen erstmal das Geschenk an, was er mitgebracht hat. Bären, ja, die nimmt man gerne. Dann müssen wir noch ein paar Leute einladen. Der Michas hat zum Beispiel gefragt oder der Luca, der Kryptox und den letzten habe ich vergessen. Wir werden mal gucken, ich weiß nicht, wie das ist, ob man eine bestimmte Anzahl an Herzen braucht bei Freunden, dass man die einladen kann. Denn 2 davon habe ich erst seit gestern Abend drin. Wir sind noch nicht gelevelt. Wir müssen noch auf Stufe 1 kommen, aber weil ja C-Day ist, wollte ich die am C-Day mit aufmachen. Wenn das jetzt nicht geht, dann tut es mir leid für die 2. Nach dem C-Day seid ihr dann aber dabei, dann würde das funktionieren. Wir machen hier auch gleich nochmal ein Foto. Wir wuseln hier auf dem Buddy rum, dass wir das alles erledigt haben mit einmal. Müssten nur noch ein Geschenk schicken. An wen auch immer, wir gehen mal kurz in die Liste rein. Gucken mal bei Dani. Dani der Dicke, der ist recht aktiv, sodass er eigentlich immer direkt aufmacht, wenn man ihm was schickt. Also schicken wir dem fix ein Geschenk. Dani der Dicke oder auch BisaFanTV genannt. Jetzt habt ihr hier die Belohnungen eigentlich schon fertig. Wir können die auch direkt schon hier abholen. Das nehmen wir auch noch mit. Staub und Pokebälle. Wie gesagt, wir könnten alle 3 Kapitel wahrscheinlich in einem machen. Was im nächsten Kapitel ist, gucken wir uns aber später an. Wollen jetzt erstmal in den Raid, wollen den Raid machen. Mal gucken, ob wir das Kyurem überhaupt fangen. Und ich habe mir jetzt hier die Liste gemacht. The Godfather muss ich einladen. Luca Hammer, Royal Kryptox und den Michast. Bei Michast und Godfather geht es auf jeden Fall. Bei Luca und Royale weiß ich nicht, muss ich schauen, wie das ist. Ob das mit dem Freundschaftslevel funktioniert, weil wir, wie gesagt, noch kein Herz haben. Die sind aber schon in der Liste drin. Oder ob man mindestens ein Herz haben muss. Das wisst ihr bestimmt schon. Ich weiß es nicht. Ich finde es gleich erst raus. 1 Minute noch, dann geht der Raid los. Wir stellen euch irgendwo ab. Ist hier eine ziemlich blöde Stelle, muss ich schon sagen. Die nächste wird auf jeden Fall besser. Jetzt ist es um 10. Ich packe euch einfach mal hier hin. Alles wird gut. Ich muss mir nur die Leute merken. Godfather, Michast, Luca und Royal. So, ich eröffne also die Lobby und schaue, dass ich die direkt hier oben einladen kann.
Lade bis zu 5 Leute ein. The Godfather. Michast ist auch hier dabei. Wunderbar. Dann war es noch der Luca. Geht. Obwohl wir nichts gemacht haben. Den letzten aber habe ich schon wieder vergessen. Royal Kryptox. Den geben wir also auch noch ein. Jetzt sind alle drin. Wir brauchen also keine dazu. Keinen Freundschaftsfortschritt. 4 Stück haben wir eingeladen. Bei den anderen Accounts hier muss ich natürlich auch noch rein. Das ist immer alles etwas kompliziert. Dass die alle drin sind. Dass alles drin ist. Der drin ist. Die Leute eingeladen sind. Wir werden jetzt mal den Raid durch prügeln und dann schauen, ob wir noch was Gutes bekommen haben. Vielleicht jetzt noch ein 100er auf dem Großen. Ich muss mir das aber alles mal hier zurechtlegen. Wie auch immer. So, zweimal hier, einmal da. Bei denen auch. Zweimal hier, einmal da. Ist manchmal ein bisschen stressig mit dem Einladen. Sind sie jetzt drin? Wir können noch mal nachschauen. Royal Kryptox, The Godfather, Luca Hammer, Michast sind also alle da. Philipp ist auch da, der sitzt hier auf der anderen Bank. Klappt doch eigentlich ganz gut. Normalerweise 6 Accounts, mit Philipp dann eben 7. Jetzt sind noch mal 4 dazu, so sind es 11. Leute, die nicht da sind, Leute, die über die Fanrate-Pässe reingehen durch die Einladung. Also cooles Feature. Viele freuen sich, auch wenn manche es doof finden, dass man halt wirklich die Fanrate-Pässe dazu nutzen muss und nicht den normalen täglichen Pass erstmal verbrauchen kann. So bleibt man jeden Tag auf dem täglichen Pass sitzen und muss kaufen. Aber irgendwo muss es ja einen Haken geben. Wir hauen den jetzt mal weg und gucken mal, ob noch was Gutes dabei ist. Und dann war es das auch schon vom Kapitel Nummer 1 in der Freundschaftsherausforderung. Beziehungsweise könnte das ja nicht besser passen, Freundschaftsherausforderungen, gerade wo man jetzt Freunde einlädt. Und das werde ich, glaube ich, in jedem Kapitel machen. Ich werde jedes Kapitel mit einem 5er-Raid bestücken und in jedem Kapitel beim 5er-Raid Freunde einladen, dass diese GoFest-Herausforderung wirklich unter dem Titel Freundschaft steht. So, man könnte sagen, ja, du streckst damit wieder das Video künstlich in die Länge, aber es wurde ja schon gefragt, ob ich auch mal eine Videoreihe machen kann, dass ich mit Abonnenten Raids mache oder dass ich Freunde einlade zum Raid. Und wenn ich das immer so mache, ohne Kamera, ganz heimlich, kriegt das ja keiner mit. So ist das in ein Kapitel mit rein integriert, weil die sonst zu kurz wären. Ihr seht da auch noch eure Namen vielleicht, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr noch nicht in der Gruppe seid, dann kommt halt mit dazu. Die Links stehen auf jeden Fall immer unter den Videos für Telegram, für die Fangruppe, die ich nicht mal selbst erstellt habe. Die hat der Dragonite und der Marcel Dose, also der Godfather, erstellt. Mittlerweile ist es ganz chillig dort. Es sind viele Leute da, die ihre Fänge zeigen, die gegenseitig auch mal Fragen stellen, sich gegenseitig helfen, da beantworten. Und damit es übersichtlich bleibt, haben wir jetzt eben diese Raid-Gruppe noch zusätzlich, dass Raids dort abgesprochen werden und der restliche Chat normal in der Fangruppe abläuft. So können die aber auf jeden Fall alle hier mitmachen. Ich hoffe, ich steige mit keinem auf. Ach so, ja doch. Ich wollte denen nichts schicken, weil die ja sonst aufsteigen. Jetzt steigen sie ja trotzdem auf, weil sie ja Stufe 1 erreichen durch den Raid. Da müsste ich theoretisch schon wieder ein Glücksei reinhauen, damit ich mir die paar Punkte da mitnehme, die da noch drauf sind. Sagen wir jetzt hier 2029, 2027, 1994, da haben wir 2025, also 3 gute dabei. Wir müssen aber noch auf dem Großen schauen. Das ist das Wichtigste. 2029, also auch. Ist sogar dasselbe wie hier drauf. Den versucht man natürlich jetzt noch zu fangen. Ich weiß nicht, ob man das hier auch im... Wir machen es einfach gleich mit, oder? Auch wenn die Position schrecklich ist. Vielleicht sollte ich nicht versuchen, auf einfach fabelhaft zu gehen. Weil ich es da eh immer versemmel bei dem. 12 Versuche haben wir auf jeden Fall. Genügend Bären sind auch am Start. So, links rausziehen. Nicht zu weit hoch. Dann müsste das eigentlich gut klappen. Hätte ja auch klappen können, gleich im ersten. Ich glaube aber, auf großartig ist es sicherer, mit dem zu werfen. Weil ich habe so viel Schiss, bei dem den Ball wirklich zu ziehen. Klappt aber eigentlich ganz gut. Ah.
ist trotzdem nicht drin, aber wir haben ja immer noch 10 Versuche. Wir schneiden das einfach zusammen, gucken mal, dass das passt. So, Nummer 3, der war schon grenzwertig, der wäre fast schon nicht mehr einfach fabelhaft gewesen, weil der schon wieder ein Stück zu weit rechts war. Und wenn ich aber zu weit links werfe, dann rutsche ich meistens ab und dann geht der Ball gar nicht bis hin. Ich finde das so kompliziert, bei dem zu werfen. Stellt es am besten einfach auf großartig, dann ist das kein Problem, aber auf einfach fabelhaft, dadurch, dass der immer so einen Linksdrall hat, beziehungsweise ihr entweder daneben trefft oder zu kurz, finde ich den viel komplizierter als Regiram oder Zekrom. So, bisher sieht es trotzdem gut aus, noch 8 Bälle. Vielleicht bleibt er ja drin. Ich weiß auch nicht, ob ich bei den anderen jetzt fangen soll. 20, 29 bei dem könnte man trotzdem mitnehmen. Und 27 und 25. Wir haben ja Zeit. Der nächste Fünfer geht zwar schon auf. Werden wir vielleicht dann auch hinlaufen. Kapitel 2 anfangen. Hier ein 96er mit 14, 14, 15. Nehmen wir gerne mal mit. Sind also jetzt fertig im zweiten Kapitel. Ach, im ersten Kapitel natürlich. Jetzt kann ich kaum noch aufstehen. Wir gucken trotzdem noch mal kurz hier rein, was im nächsten Kapitel los ist. Steht's wieder nicht da. Ich verstehe das nicht. Normalerweise stehen hier immer die Aufgaben, aber es steht halt einfach gar nichts da. Geh nochmal zurück, wir gehen nochmal drauf. Gut, Anzeigefehler, das war's. Es gibt kein zweites Kapitel. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Kapitel wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Jetzt steht's da. Schicke 5 Geschenke an Freunde, verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel, verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel. Also laufen, spazieren gehen, dann geht das von alleine und hier gibt es dann auch eine Pokémon-Belohnung. Das aber im nächsten Kapitel. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.